entweder bastelt man sich deshalb immer ein Ganzes, weil es das Ganze eben nicht gibt, weil es den Riss, den Kluft, den Spalt gibt. Oder wenn es ein Ganzes gibt, ein immer sich schließendes, warum hat es dann es nötig gehabt, überhaupt Riss, Spruch? Spruch sage ich schon, Bruch, Spalt, Sprache. Also Bruchsprache einzuführen in der Unterscheidung von immer sich aushebelndem und immer nur in der Differenz, in der absetzenden, spaltenden Differenz sich generieren könnendem, wenn etwas zur Realität kommen will, wenn etwas aus dem noch nicht gewordenen, aus dem Unbewussten zu sein kommen wollendem sich sedimentiert. Die Nichts-Virtualwelle kommt an, ist nicht und wird erst im Ereignishorizont gebrochen, gespalten, kollabieren gelassen und daraus werden die Quantumpartikel einer zählbaren und berechenbaren, tickenden, taktenden Zeitwelt. Ist das Unbewusste, ist das Nichts-Virtuelle, aber auch schon ganz, ist es Kosmos? Nein, es kann es nicht sein. Denn wenn es das wäre, hätte es nicht nötig gehabt, aus seiner übervollen Pappsattheit des Nichts zu implodieren, um herumzuknallen. Oder die anderen haben recht und es findet gar kein Urknall statt, sondern immer nur fluktuierende, sich zusammenziehende und wieder ausdehende, nicht aufhören könnende Zustände statt.